hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Menschheit versetzt sich selbst auf bessere Zeitlinien. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 15. Juni 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sehen uns die verschiedenen Zeitlinien an, die ihr mit größerer Wahrscheinlichkeit durchqueren müsst, und wir können sehen, wie ihr euch kollektiv für den vor euch liegenden Weg verbessert habt. Wir sehen, dass die meisten Zeitlinien einen sehr friedlichen und reibungslosen Übergang in die fünfdimensionale Bewusstseinsebene beinhalten, die euch letztendlich zugedacht ist. Ihr werdet immer noch mit Herausforderungen konfrontiert sein, egal auf welcher Zeitlinie ihr euch befindet, denn Herausforderungen helfen euch zu wachsen. Aber ihr braucht als Kollektiv kein weiteres Trauma, um die Menschen wachzurütteln oder sie dazu zu bringen, auf das zu schauen, was in ihrem Inneren ist. Ihr alle arrangiert nachts, während ihr zusammen schlaft, Szenarien, damit ihr euch gegenseitig helfen könnt, euch dem zu stellen, was ihr zu bewältigen habt, zu heilen, was ihr heilen müsst und langsam und bewusst zu wachsen. Wir wissen, dass es viele Geschichten darüber gibt, was passieren wird und was passieren muss, aber wir wollen, dass ihr wisst, dass ihr all das ständig neu verhandelt, und zwar auf der individuellen und der kollektiven Ebene. Ihr wählt andauernd, und wenn ihr wählt, euch mit etwas zu beschäftigen, das in eurem Körper, in eurem Bauch oder in eurem Herzen ist, wählt ihr den leichteren Weg. Wenn ihr euch entscheidet, etwas zu ignorieren, was sich in eurem Inneren nicht richtig anfühlt, wählt ihr einen etwas schwierigeren Weg. Ihr wisst, dass das der Fall ist, denn ihr seht, wie sich das in eurem persönlichen Leben abspielt. Es gibt ruhige Gespräche, in denen zwei Menschen über ihre Gefühle sprechen und die Dinge klären, und dann gibt es das Szenario, indem ihr euch nicht mit dem auseinandersetzt, was in euch vorgeht, sondern es beiseite schiebt und niederdrückt, und ihr seht, was in diesen Fällen passiert. Ihr macht es euch selbst und allen anderen Beteiligten schwerer, denn irgendwann werdet ihr euch streiten und es wird hitzig und es werden viele Worte fallen. Wenn ihr diese Erfahrungen macht, habt ihr die Möglichkeit, euch zu sagen: Nächstes Mal mache ich es besser. Ich werde mehr kommunizieren und früher erkennen, was ich tun muss, um die Dinge mit diesem Menschen in Ordnung zu bringen. Und manchmal habt ihr es in einer Situation mit niemandem außer euch selbst zu tun. Dann liegt es ganz allein bei euch, eure Gefühle zu spüren, eure Emotionen zu verarbeiten, eure Perspektive zu ändern und an einer Herausforderung zu wachsen, der ihr in eurem Leben begegnet. Auch dafür sind alle Herausforderungen da. Sie sind Einladungen, damit ihr euch anschaut, was ihr tut, wie ihr an das Leben herangeht und was ihr in euch selbst ändern könnt. Und wenn ihr das tut, spürt ihr die unmittelbare Erleichterung und die Ausdehnung, weil ihr einfach mit dem Fluss der Quellenenergie mitgegangen seid, die sich immer ausdehnt. Die Quelle ist nie daran interessiert, dass alles beim Alten bleibt. Die Quelle ist nicht an Gleichförmigkeit oder daran interessiert, zu einer früheren und besseren Zeit zurückzukehren. Die Quelle wünscht sich all diese Veränderungen, die jetzt auf euch zukommen, denn die Quelle sehnt sich wie ihr auf der Seelenebene nach Erfahrungen, besonders nach neuen Erfahrungen. Also atmet jetzt tief durch. Betrachtet euer Leben so, wie es ist, und nehmt es an. Nehmt alles so an, wie es ist, und wisst, dass ihr das Beste tut, was ihr könnt, und dass ihr mit all euren Herausforderungen immer besser zurechtkommen werdet, denn eure Expansion und eure Entwicklung sind garantiert.
Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.